Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Heute geht es um einen besonderen Kampf, der mich interessiert, weil wir letztes Mal sehr viel Geld gewonnen haben, wo Serge gekämpft hat. Und ich werde trotzdem noch ein paar Informationen zu Serge sagen. Habe ich zwar alles schon beim letzten Video gesagt, aber ist ja nicht so schlimm. Er kämpft gegen Bolotniks im Finale. Der Kampf findet in England statt. Und ja, meine Worte dazu. Also auf jeden Fall Serge ist Favorit bei den Buchmachern diesmal. Nicht wie letztes Mal. Er hat eine 1,66er Quote und Bolotniks hat eine 2,10er Quote. Kann natürlich nicht alles noch verändern. So, auf jeden Fall erstmal zu Serge. Ja. Er hat eine gute Amateurlaufbahn genossen und hat Chemiepokal gewonnen, hat Deutsche Meisterschaft gewonnen, Olympia-Qualifikation und, und. Hat auch Haufen Kämpfe. Bei Bolotniks habe ich keine Kämpfe gefunden. Ich denke auch nicht, dass er so viele Amateurkämpfe hat. Natürlich sind die in Lettland, wo viel der Ostblock ist und so, eigentlich stark. Ja? Bolotniks finde ich nicht so stark. Auch wenn er da in Lettland lebt, sage ich mal. Auf jeden Fall die positiven Aspekte für Serge. Ja? Er hat eine bessere Bilanz. Können wir ja schon mal einen Strich dafür machen. Ja? Er hat eine bessere Bilanz. So. Er ist einmal K.O. gegangen. Und zwar, das war aber auch so ein Typ wie Bolotniks. Natürlich noch ein bisschen stabiler, ein bisschen mehr Schlagkraft, habe ich mir angeguckt. Das ist natürlich ein, sage ich mal, ein Nachteil, dass es auch so ein Gegner ist. So. Serge ist ein besserer Techniker. Ja. Viel mehr Amateurerfahrung. Viel besserer Techniker, was natürlich, sage ich mal, ein Nachteil werden kann, weil der Kampf halt über 10 Runden geht. So, er hat mehr Schlagkraft. Er hat 66% K.O.-Quote und Bolotniks nur 30%. So, dann kommen wir noch dazu, wie gesagt, bessere Bilanz. Das brauchen wir ja nicht, da haben wir ja schon einen Strich für gemacht. Er ist bisschen agiler, schneller und Bolotniks, was halt der Nachteil ist, er hat seinen dritten oder vierten Kampf schon verloren gehabt, hatte da schon zwei, drei Niederlagen, hat speziell im Ausland viel verloren und der Kampf ist ja diesmal im Ausland und ja, er ist halt wirklich, also ich finde ihn nicht so stark. Der einzige Nachteil, den ich habe, ich verstehe auch nicht, dass er Nummer 18 der Weltrangliste ist, hat nur eine 30% K.O.-Quote und hat 9 positive Leute in seiner Bilanz. So, das Einzige, was ich sehe, ist, dass Bolotniks einen Punkt hat dafür, dass er schon im Ausland viel gekämpft hat und mehr Erfahrung hat im Profibereich. Ja, und es ist ja nun mal so, dass im Profibereich noch ein bisschen anders gekämpft wird, die Kampfdistanz länger ist und so weiter. Also sage ich mal, können wir einen Punkt für Erfahrung im Profibereich Bolotniks geben. So, ich sehe es halt so, weil ich auch mal so einen Kampf hatte gegen Torgai Uzun damals. Es ist kein schöner Boxer, ja, der Bolotniks. Und der hat auch bloß eine K.O.-Quote von 30 Prozent. Aber es könnte halt sein, er hat die ganze Zeit seine Bude zu. Er hat auch einen kurzen Oberkörper. Also es ist wie eine Mauer. Er geht, 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 marschiert. Ich sehe da halt, das ist das einzige Nachteil, was ich sehe. Er geht die ganze Zeit nach vorne und die Deckung ist zu. Er hat die immer geschlossen und Serge wird sich dann daran müde schlagen. Er geht die ganze Zeit nach vorne. Ich weiß nicht, wie die Punktrichter das dann sehen, dass er die ganze Zeit marschiert. Und wenn er sich sicher ist, schlägt er. Aber auch nicht die komplette Seite. Also er ist auch nicht so schnell. Ja, er schlägt da mal zwei, drei Hände, dann ist er wieder geschlossen. Dann geht er mal zum Körper und marschiert aber die ganze Zeit mit seiner geschlossenen Deckung nach vorne. Und das ist dann halt so, ich hatte das dann auch. Ich habe die ganzen 10 Runden geballert, weil man ja nie weiß, wann schlägt er jetzt, was macht er. Weil er hat wirklich hier eine geschlossene Deckung, die eigentlich nicht zu durchbrechen ist, außer er schlägt wirklich selber. Ja, und dann schlägt man sich müde und wenn er sich dann mal sicher ist, dann schlägt er. Die Sache ist, wird er es bei Serge auch machen, weil er eine hohe Schlagkraft hat, die ganze Zeit so nach vorne zu marschieren. Bei Hosea Burton muss ich auch sagen, er war wirklich schlecht an dem Tag, ja. Also Bolotniks hat gewonnen, weil Hosea Burton da im Halbfinale auch wirklich schlecht war, ja. Da kam kaum was von ihm.
Und Serge ist natürlich hier eine ganz andere Nummer, sage ich mal, wenn Volotniks gegen Serge gewinnen will. Ja, ich habe das Wiegen gesehen. Das Wiegen, da war ich ein bisschen so. Da habe ich Volotniks ein bisschen vorne gesehen. Also den psychischen Vorteil und die Erfahrung sehe ich bei Volotniks. Serge macht sich auch ein bisschen viel Druck, indem er überall verkündet hat. Das ist kein Problem für ihn und er sieht nicht, wie Bolotniks ihn schlagen kann. Die Sache ist, ein Nachteil, den ich bei Serge sehe, die Deckung halt. Ich habe den Halbfinalkampf gesehen und die Psyche. Das sind eigentlich die zwei einzigen negativen Aspekte, die ich sehe. Er macht sich so viel Druck jetzt mit dem Kampf. Es geht um alles. Und bei den Halbfinalkampf gegen Liam hat er auch erstmal nicht in den Kampf reingefunden. Ja, und Bolotniks ist entspannt. Ist nicht so ein guter Boxer, aber ist halt entspannt und ist psychisch, denke ich, stark. Hat schon überall eine Naht gekriegt und hat sich aber auch verbessert mit seiner Deckung. Da ist halt, wie gesagt, die Sache ist, Bolotniks ist psychisch stärker. Wir wissen halt nicht, wie Serge jetzt mit dieser psychischen Sache umgeht. Ich sehe aber auch kommen, dass wenn er die ganze Zeit marschiert und Serge trifft ihn nicht, wissen wir nicht, wie die Punktrichter das sehen, dass er die ganze Zeit marschiert, aber nicht viel schlägt. Und wenn er dann ein paar Treffer landet, weil Serge die Hände fallen lässt, könnte es auch gut für ihn aussehen. Aber wenn er natürlich, er öffnet sich beim Schlagen, wenn dann Serge einen Treffer, also ihn trifft, also wenn er wirklich schlägt, ist er offen, dann kann er auch K.O. gehen. Ja. So, ich weiß natürlich nicht, was der Plan von Serge ist, ja. Die Uppercuts hat er ganz gut drauf und das ist eigentlich so das Einzige, wo man Bolotniks treffen kann. Entweder Bolotnik schlägt und ist so eine kleine Schlägerei, er antwortet, trifft ihn, oder der Uppercut ist bei so, und da habe ich auch immer getroffen, der Uppercut, den wird er immer fressen, wenn er rein nach vorne reinkommt. Wie gesagt, die Frage ist, wie ist die Psyche von Serge an diesem Tag? Das andere Positive, was natürlich noch ist, ich denke, ich habe die Videos gesehen im Internet. Er ist in der Form seines Lebens, ja. Also, wie schnell das war und er hat nochmal wirklich draufgepackt. Und ich denke mal, er ist in der Form seines Lebens und er wird sich nicht wegnehmen lassen. Und der Gegner ist wirklich auch nicht der Beste. Ich weiß nicht, warum er so hoch platziert ist, aber das, was er macht, macht er gut. Geschlossen sein, nach vorne gehen, ab und zu mal schlagen. Aber es ist, wie gesagt, auch nicht der Beste. Geben wir Serge noch, sage ich mal, dafür einen Punkt, dass er spritziger ist, schneller ist. Wie könnte Bolotniks gewinnen? Eigentlich bloß durch K.O., falls er ihn dann doch trifft. Aber ob Serge das nicht wegstecken kann, sehe ich auch noch nicht. Weil 30% K.O.-Quote ist auch nicht so dolle. Dann, wie das halt die Punktrichter sehen, wenn Serge, sage ich mal, mehr schlägt, schlägt er aber die meiste Zeit auf die Deckung. Und Bolotniks marschiert die ganze Zeit nach vorne und marschiert die ganze Zeit, trifft ab und zu mal. Serge macht mehr Schläge und haut halt öfter auf die Deckung. Wie sehen das dann die Punktrichter? Könnte es dann doch eine ausgeglichene Sache sein? Ja, so sehe ich das Einzige, dass Bolotniks gewinnen könnte. Aber was natürlich auch noch Fakt ist, Serge kann natürlich auch noch durch K.O. gewinnen. Also, wir können für seine Deckung, für seine geschlossene Deckung ihm noch einen Punkt geben. Nein. Also ich glaube nicht. Also es bleibt hier bei 4 zu 2. Wenn wir jetzt rein nach den Zahlen gehen, gehen wir auf Sergej. Aber die Sache ist, wie ist er an dem Tag psychisch drauf? Und wie kann er damit umgehen, dass Bolotniks die ganze Zeit mit geschlossener Deckung nach vorne geht? Das ist halt auch so eine Sache, ja, wie ist es psychisch? Bolotniks hat natürlich, wie gesagt, im Ausland immer einen Arsch voll gekriegt, das ist auch noch ein Punkt fürs Herz. Ja, na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin nicht richtig auf den Punkt gekommen, habe ein bisschen zu viel gequatscht und das geht bestimmt 10 Minuten. Aber ich hoffe, ihr könntet mir ungefähr das alles nachvollziehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert und wenn ihr den Daumen nach oben macht. Ja, also bis bald.